Matthias Malmi und ich sind wieder am Start und zwar heute fahren wir ein ganz besonderes Fahrzeug und zwar den Mercedes-Benz EQC. Dieses Fahrzeug gibt es noch nicht auf dem Markt, er kommt erst 2019 und wir dürfen ihn schon heute fahren. Ja, fahren auf jeden Fall, weil wir wollen ja auch wissen, wie viel Kraft hat denn so ein Elektrofahrzeug. Wir wissen ja sehr viel Drehmoment und vor allen Dingen designtechnisch sehe ich ihn gerade, ist er sehr schick foliert. In der Regel fahre ich. Ich fahre ja eigentlich immer, ne? Fährst du? Ja. Weißt du was? Ich glaube, wir fahren heute keinen einzigen Meter selber. Also, das ist überhaupt nicht schlimm, aber wir dürfen heute an sich nicht fahren, denn dieser Herr darf heute fahren. Moin. Hi. Hi, Jean-Pierre. Alles gut? Matthias, freut mich. Ja, also wir sehen einen komplett verkleideten Prototypen quasi. Genau. Ich sehe, ihr seid in der Schifffahrtsindustrie jetzt auch angekommen. Das Bullauge ist auch drin, ja. Kommt das so in Serie, sag mal? Ich glaube, ich verrate nicht viel, wenn es so nicht kommt. Nee. Kommt nicht? Nee. Okay. Ganz kleine Frage. Ich habe vorhin schon gerade am Kotflügel gesehen, ihr macht das, um extra zu irritieren, ne? Ja, damit klar. Die Form nicht rauskommt. Ja. Ist das ein GLC, sag mal? Nee. Also die Aufnahmepunkte sind schon identisch zu einer bestehenden GLC-Plattform. Aber wir haben ansonsten komplett neuen Hut draufgesetzt, komplett neue Elemente. Die Scheinwerfer sind alle Purpose-Design. Ich muss ehrlich sagen, ein Punkt, der bei Mercedes ja oftmals etwas weicher gezeichnet war, guckt mich da schon etwas aggressiver an. Was ich sehr schön finde, in Kombination mit einem Elektrofahrzeug, die Linse selbst. Also wir haben ganz klar guckende Augen und das Auto sieht halt wirklich für mich schon deutlich, deutlich wollender aus. Bastian, ja. Ich muss mal was fragen, weil die Reifen, ne, die sehen so ein bisschen aus, als wenn ihr den schon ziemlich geschrotet hättet. Habt ihr den ein bisschen rangenommen auf der Rennstrecke? Also wir waren letzte Woche halt in Spanien und wir waren im Süden von Spanien, um die Hitzeerproben zu machen, waren dann da sowohl im Gelände unterwegs. Als auch auf der Rennstrecke. So sieht es nämlich aus. Wir waren quasi im Infield-Bereich, also nicht im Großen. Und der ist ein bisschen mehr gemacht für Motorräder, also enge kleine Haarnadelkurven. Und da hast du halt mit so einem Fahrzeug, der unten rauskommt. Was hat der da zu suchen? Wir hatten halt auch ein bisschen Spaß, neben der Arbeit. Ne? Aber ist der wendig, ist der klein? Ich habe im Internet ein Video gesehen, dass der auf Schnee auch quer geht. Ja, wir waren Anfang des Jahres jetzt in Schweden. Da kann der schon recht gut quer gehen. Und wir wollten halt auch zeigen, wir können damit auch Spaß haben. Und deswegen haben wir so ein bisschen das Beste aus zwei Welten. Also sprich die Sportlichkeit vom, sag mal so CLS vielleicht, wenn du jetzt in der Plattform bleibst und dann den Komfort halt von der E-Klasse. Da kommen mir direkt viele Fragen aus, ganz viele Fragen. Fahrzeug ist ein Heckantrieb, ein Vierradantrieb? Ist ein 4x4. Das heißt, ihr habt ein Verteilergetrieb oder haben wir zwei Motoren? Wir haben zwei Motoren. Okay. Wir haben Fahrzeuggewicht? So wie hier steht, circa 2,5 Tonnen. Ja, das ist natürlich schon ein Wort, ne? Klar. Akku? Genau. Und jetzt habe ich noch eine andere Frage, weil wenn ich das Thema nämlich Rennstrecke höre und längere Zeit, härtere Belastung, ist natürlich die Akkutemperatur ein Faktor, der wirklich definitiv nicht zu unterschätzen ist. Ist das Auto, was wir jetzt gleich mitfahren werden, ja, mitfahren, in richtig, der Lage, richtig formuliert, wirklich Belastung aufzunehmen? Kann man den wirklich dementsprechend fahren? Hält der uns einen Tag lang aus? Kommt auf die Gangart drauf an. Ja. Ich sag mal, wenn du damit schön im Verkehr mitschwimmst, dann kriegst du halt Traumverbrauchswerte hin. Weiß man selbst beim Verbrenner auch, wenn du den halt richtig dran nimmst, dann hält der Akku da jetzt halt natürlich nicht ewig. Da ist noch der spanische Staub drauf. Ja, so sieht's aus. Man sieht halt das eine, es ist halt das ist ja kompakt, sagen wir es. Ich finde die Idee mit diesem Konstrukt um den E-Motor drumherum finde ich fantastisch gut und ich glaube, das macht nur ihr so. Also wir haben halt dadurch die Möglichkeit, dass in die gleichen Aufnahmepunkte im Werk Bremen wird er ja gebaut, ja, dass wir es da auf der gleichen Linie wie die ganzen Verbrennermotoren zu integrieren. Ah, das also heißt, der Roboter hat da die gleichen Angriffspunkte hast, wie bei einem normalen Motor. Du hast in der sogenannten Hochzeit, gehst du auf die gleichen Anschraubpunkte und hängst du dann nicht einen Verbrenner rein, sondern hängst jetzt das Aggregat rein. Bleibst halt maximal flexibel und wir haben halt dann in der Produktion fast nur noch eine zusätzliche Station und das ist dann die Batteriemontage. Wir haben eine Sache komplett vergessen. Na? Leistung. Ja. Also wir haben ja wie gesagt den auf der Vorderachse, haben hinten noch ein ähnliches Aggregat. Der also ist im Kofferraum oder was? Der ist an der Hinterachse, ja, unter dem Kofferraum sieht man aber nicht. Okay. Genau. Ja. Jeweils
circa 150 kW. Dadurch kommen wir auf eine Systemleistung von circa 300 kW. Das ist viel mehr, als ich dachte. Also 300, und wie viel Drehmoment? Das sind ja dann 600 Newtonmeter? 700 Newtonmeter? Ja, mehr. 700. Circa 700. Ja, also technisch möglich wäre natürlich viel mehr, aber 700 gedrosselt. Kann man nicht in eine Art Segelmodus gehen, dass man zum Beispiel nur mit dem Frontmotor fährt? Richtig, korrekt, sehr gut. Wir haben den vorderen, der ist halt auf Effizienz getrimmt. Der hat dann noch ein bisschen eine andere Windung als der hintere. Der hintere wird dann für mehr Leistung zugeschaltet. Das kriegt man natürlich nicht mit als Kunde. Das ist ein relativ spielender Übergang, soll man auch nicht mitkriegen. Aber sprich, wenn man irgendwie ein bisschen dahin gleitet, dann ist es wirklich, dass der vordere die effiziente Fahrweise übernimmt. Du kannst ruhig weiter erzählen. Okay. Währenddessen steigst du bitte ein und fährst hier einmal in Kreise. Wir wollen das Ding mal hören. Ja. Einmal langsam, einmal ein bisschen kräftiger. Okay, alles klar. Gleich wieder Sand am Wünsche. So, pass auf, jetzt mach deinen an. Er hat den Motor gestartet. Das müsste Wasserkreislauf sein. Handbremse los. Von der Kühlung. Ich finde das ja geil, ne? Ich finde das so gut. Und da hole ich mir mal so viel Kritik rein. Dieses, also wenn du Star Wars Fan bist, und das sind wir eigentlich irgendwie alle im Herzen. Ist das fantastisch? Kannst ist du mal ein bisschen. So gemacht? Ist der Sound so gemacht oder ist der so? Nee, also der kommt, dieses tief sonore, dieses Lichtschwert-Fighting da, das ist halt vom Umfeld-Sound. Ist das beim Launch-Control-Ding? Hört sich das dann ein bisschen lauter an? Nee, das ist ein standardmäßiger Sound. Fahr noch einmal eine kleine schnellere Runde, bitte. Schnellere Runde? Du brauchst sogar keinen Launch-Control mehr. Du hast ja gar kein Momentum mehr. Hat er sowieso. Genau. Das war ja schneller, als ich dachte. Das ist einer von uns, der Typ. Das sag ich doch. Sag ich doch, dass er geht. Das ist aber... Hinten oder da vorne? Hast du doch schon Kraft, ne? Ja, das war ja nur ein bisschen, ne? Oh, so. Petit. Ja, gehst du erstmal nach vorne? Ich geh erstmal nach hinten. Warum gehst du nach hinten? Ich will erstmal das Erlebnis von hinten spüren. Aber die Stille ist schön. Ja, wenn du mal deinen Mund halten würdest. Ach komm. Jetzt bin ich mal gespannt auf das erste Durchbeschleunigen. Gas. Ui. Boah. Okay, reicht. Alter, das ist auf jeden Fall so ein V8-Niveau. Kontinuierlicher. Doch, es ist natürlich kontinuierlich, aber du musst ja bedenken bei dem Gewicht, ne? 2,5 Tonnen. Ja. Und dann geht der so weg vom Fleck. Also ich mach mal die Augen zu. Bevor ihr gleich nochmal, ich versuche mal einzuschätzen, womit das zu vergleichen wäre. Augen zu. Boah, also wenn du Augen zumachst, ist das auf jeden Fall 63er. Also am schönsten ist halt unten raus, ne? Also jetzt die Elastizität von 160 rauf ist dann halt nicht mehr allzu stark. Wird es ein Auto geben, was wirklich 100% nicht auf Reichweite zielt, sondern maximalen Fahrspaß? Weil da sehe ich das Potenzial des Elektromotors. Also da kann er ja den Verbrenner komplett wegstechen. Genau, also gehe ich ziemlich von aus. Also ob wir es sind, weiß ich jetzt nicht, aber bei AMG gibt es bestimmt sicherlich Ideen in die Richtung. Weil genau wie du sagst, also die Leistung ist ja da und die Charakteristik des E-Motors ist halt einfach wunderbar, um da auch irgendwie das Ganze abzurufen und da einen großen Spaßfaktor mit zu generieren, ne? um auch das breite Grinsen ins Gesicht zu kriegen. Topspeed von dem Fahrzeug? Über 200 werden es nicht. Nee. Das also, macht auch keinen Sinn. Ja, genau, wir wollen... 200 wollte ich gerade sagen, das ist ja Wahnsinn. Ja, gut, aber manche... Also wenn du jetzt das Ganze, wir im Kollegenkreis, wir sagen immer, wenn du das Ganze als Quartett jetzt spielst, ne, dann bist du beim Tesla bei 250. In den Einzeldisziplinen werden wir vielleicht jetzt nicht jede Königsdisziplin hier irgendwie... Darum geht es ja auch nicht. Genau. Wir haben es halt so interpretiert, dass wir sagen, wir möchten das Gesamtpaket haben, um eine ausreichende Sportlichkeit zu definieren, wie wir es jetzt hier getan haben. Zusätzlich geparkt mit einer hohen Komforteigenschaft, also sprich NVH und Fahrbarkeit. Ich meine, wir gleiten jetzt hier und das ist ja... Was ist NVH? Noise, Vibration and Harshness, also sprich Geräusche, Stuckern und was weiß ich, die Anregung. Da wollte ich gerade drauf kommen, weil mir treibt gerade was ganz anderes das Lächeln ins Gesicht, nämlich diese Ruhe. Ja. Und zwar die Ruhe, du hörst keinen Motor. Genau. Du hörst aber auch sonst nichts. Du hörst so ein bisschen Windfissel, aber ganz leise nur, so wie das in der E-Klasse ist. Wirklich weg. Ja. Aber du hast kein Poltern, du hast keine Reifenabrollgeräusche, du hast kein Knittern, kein Knarzen, obwohl das ja mega Vorserie ist. Ja. Das ist... Aber das ist halt Mercedes, ne? Aber das ist was wirklich Schönes, diese Ruhe. Ist es auch. Und Rekuperation passiert ganz normal über beide Motoren.
Genau, über die Bremsen. Und da ist das Spannende, dass wir... Und Plus und Minus kann die Rekuperation einstellen? Richtig, genau. Ich bin gut, ne? Ja, du bist echt gut. Über was? Über Wahnsinn. Du kannst über die Schaltpedals, was du so aus dem Alpen, wenn du da irgendwie runterfährst, machst du eine Motorbremse. Dann ziehst du einen kleineren Gang rein, machst eine Minusschaltung und gehst dann halt auf einen geringen Motor. So haben wir es hier ähnlich gemacht, dass du unterschiedliche Rekuperationsstufen, wir haben genau 4. Also sprich vom, wir haben die jetzt noch tituliert, ob das ein Arbeitstitel, ob das so aussehen wird, nachher ist die Frage, aber dass wir vom D plus meinetwegen, haben wir jetzt wirklich ein Segel, also sprich ein Verbrenner, wenn ich jetzt hier hochgehe, da passiert nichts, ne? Da rollst du mit, du segelst quasi, du gleitest und wenn du jetzt langsam die Stufen, also ich mache nichts, ich bremse nicht und jetzt hast du halt fast... Aber viel. Genau, das ist so quasi One-Pedal-Tesla halt, ne? Also dass du mit einer sehr hohen Rekuperation dann ins System einsteigst, also dass du eine Spreizung hast vom Segeln bis in eine hohe Rekuperation One-Pedal-Feeling. Womit der intelligente Autofahrer auch massiv seinen Bremsenverschleiß verringern kann. Genau, also das Ziel ist halt, man muss sich dran gewöhnen, da mache ich keinen Hehl draus, also es ist schon, ist halt was Zukunft. Anderes, ne? Ja genau. Aber wenn du dich mal dran gewöhnt hast und du hast jetzt eine kurvenreiche Straße, wenn man jetzt ja wie gesagt in Spanien hast und passt darunter, da bremse ich fast gar nicht mehr, du haust halt mal eine hohe Reko rein, wenn du dann ein flaches Talstück wieder hast. Reko, eine hohe Reko. Ja. Dann hast du einen Segelmodus wieder, dass du es gleiten lässt und dadurch kannst du halt gleich A spielen. Und wenn du es kombiniert haben willst, also quasi so als Rundum-Sorglos-Paket, dann gibt es noch die automatische D-Auto, ist es jetzt der Arbeitstitel, dass du halt, dass auch die Default-Einstellung ist, dass du dann wieder auch auf diese topografischen abgespeicherten Kartendaten gehst oder genau. Weiß. Dass du halt weißt, Mensch, da hinten kommt ein Berg oder du hast jetzt, wenn ich jetzt auf dem LKW rauf beschleunige, dass er mir irgendwann sagt, anklopft dann und zu sagen halt, Sinn. Genau. Das heißt anklopft am Gaspedal? Genau. Oder was? Nee, genau, also am haptischen Fahrpedal, genau. Ganz eine Frage, ich würde auch gerne mal vorne sitzen, wenn das geht. Ich würde auch gerne mal da vorne sitzen, wenn es geht. Komm, einmal. Das Problem ist, dann müsst ihr mich anstellen, das wisst ihr, ne? Weil dann bin ich nämlich oben raus bei uns im Werk. Du kriegst bei mir einen Job. Und der Blick so. Ich glaube, wir dürfen wirklich nicht fahren. Leider. Aber es ist wirklich schnell. Im Alltag ist ja genau das, was wir jetzt machen. Mach mal 15. Dieses von so, so jetzt gerade abgebogen und dann voll reinlatschen, ne? Was haben wir jetzt drauf? 80. Sind wir bei 100 waren das. Ja, genau. Das ist gut. Das Einzige, was du ja willst und brauchst, ne? Das Kraft. Dieses, ja, die Kraft, aber auch in diesen niedrigen Geschwindigkeitsbereichen. Ne? Über 100, wann latscht denn über, also wir sind jetzt anders, wir sind bescheuert, aber wann latscht denn ein normaler Mensch ab 100 mal voll rein und beschleunigt durch bis auf 200? Das macht ja eigentlich keiner. Diese Frage kann ich nicht beantworten. Aber jetzt kannst du mal die Kurve fahren, bitte, wie der in der Kurve liegt. Boah, krass. Schwerpunkt ist halt... Ja, aber wenig untersteuern. Super. Macht Spaß. Habe ich so nicht erwartet. Jetzt weißt du, warum die Reifen so aussehen. Mega Fahrverhalten. Ja, das macht doch Spaß, definitiv. Ich bin sehr begeistert. Ich bin ehrlich begeistert. Ja, das freut mich wirklich. Was findest du das geilste am Auto? Tatsächlich den Punch und die Beschleunigung. Das macht am meisten Spaß. Und damit auf den Parcours gehen, das ist schon ein großes Kino. Also. Ich glaube, bei diesem Auto wäre es bei mir sogar mehr... dass es mir eine Ruheinsel bieten kann. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir sind jetzt nicht hier mit Kamera und sowas. Mhm. Ich fahre jetzt ganz alleine zu was hin. Kommst du so gechillt an. Das ist das, was es ist. Weil wir fahren wie schnell? Das sind jetzt 75. Guck mal, 75. Ich fahre ja die Geschwindigkeit, die ich fahren darf. Mhm. Ja. Das ist es, glaube ich, mehr für mich. Ja, und trotzdem ist das so in der Stadt, so von der Ampel weg, ne? Mhm. Hier mal abbiegen, mal kurz drauflatschen. Und dann fährt er eben nicht geradeaus, sondern er fährt die Kurve, er macht das, was wir wollen. Das ist schon ein richtig schönes Konzept. Ich liebe diese Ruhe. Mhm. Ich will die auch mal eben genießen. Mal gucken, wer länger aushält, nichts zu sagen. Du schon mal nicht. We'll be right back.
musst jetzt was sagen, ne? Er hat gebremst, ohne dass ich was gesagt habe. Ich habe nur geatmet. Oder war es das Auto? Du hast verloren. Ist mir egal, ob ich verloren habe. Wir haben einen ganzen Prototyp gewonnen. Ja. Das stimmt. Also. Ich habe mich aber auch tierisch erschrocken, weil du so viel Luft geholt hast für den Menschen. Ich habe mir jetzt gerade Gedanken gemacht. Ich möchte gerne so einen haben. Das ist doch cool. Ja? Ja. Du kannst mit dem Auto alles machen, alles reinschmeißen. Mhm. Fährst elektrisch. Also auch egal, wie die Reichweite, genau, es wird halt alterstauglich sein. Ich finde diese Einblicke, die wir beide immer bekommen in die Zukunft der Automobilindustrie, finde ich schon sehr, sehr toll, weil es auch eine gewisse Weitsicht gibt und auch eine Voraussicht. Und das, was wir hier gerade uns angucken dürfen und fahren, das ist ja, wo es hingeht. Das ist nicht mehr zu stoppen jetzt. Nee. Ob Werke, Mitarbeiter, Technologien, Investitionen, das ist Fakt jetzt, das ist so. Und es gibt ja immer noch manche Leute, die kommen zu mir und sagen, Jean-Pierre, denkst du denn wirklich, dass Elektroautos kommen? Guck ich ihn an? Nee. Das machen die alles aus Spaß. Dieses Internet wird sich auch nicht durchsetzen. Nein, natürlich nicht. Und es ist schön, ne, für dich auch, denke ich mal, dass man das jetzt schon, wir fahren jetzt 2018 durch die Gegend, aber Herbst 2019. Ist nicht mehr lang. Nee. Mhm. Danke sehr. Sehr gerne. Wirklich, danke, danke. Kannst du hier rechts einmal kurz anhalten, dann lassen wir dich hier raus. Für den Moment war aber. Warte mal. Ich steig aus. Ich darf doch gar nicht aus. Ich muss doch hier sitzen bleiben.